Herzlich willkommen bei Andreas Liebacher, Personal Trainer aus Karlsruhe und Health and Fitness Store in Karlsruhe, dem Fitnessfachgeschäft zum Thema Cardio-Training und funktionales Krafttraining. Heute stelle ich Ihnen vor die Kabelzug-Variante Krafttrainingstation der Firma Philo Maximum. Ich habe die seit kurzem bei mir in meinem Personal Trainingsbereich im Einsatz. Und bin jetzt schon circa 4 Wochen dran, habe 2 Maschinen der Firma Maximum Philo und heute führe ich diese Station, die FT1, vor. Die FT1 besteht aus 2 Kabelzügen. Das heißt, ich kann natürlich hier bilateral trainieren, das heißt, jede Seite muss für sich arbeiten. Die starke Seite wird nicht nur belastet, beziehungsweise die schwache Trainingsseite, schwache muskuläre Seite, wird nicht unterbelastet. Somit muss jede Seite für sich arbeiten. Wenn man sich auskennt, hat man die Möglichkeit, zig verschiedene Übungen für den Bizeps, für den Trizeps, für die Schulter, für den Brust, für die Bauchmuskulatur, für die Rückenmuskulatur, für die Beinmuskulatur und für die Po-Muskulatur zu trainieren. Ich zeige mal alles, was man machen kann. Und zwar haben wir hier die Höhenverstellung. Das heißt, ich habe hier die Möglichkeit, das Gerät innerhalb von wenigen Sekunden auf die Höhe einzustellen. Ich habe hier hinten mein Equipment fürs Training und somit kann ich natürlich anhand von dem Equipment verschiedene Übungen ausführen. Wir fangen mal an mit der kleinen Muskelgruppe mit Bizeps, Trizeps und Schultern. Und so haben wir hier einmal das Trizepsseil und jetzt habe ich die Möglichkeit mit dem Trizepsseil hier Trizeps drücken. Hier oben lässt sich bewegen, somit kann ich natürlich verschiedene Stellungen einnehmen. Einmal Trizeps drücken, Basic. Oder auch möglich Kickbacks-Variante am Kabelzug. Oder Kickbacks-Variante einarmig. Zug schräg von oben. Oder die waagerechte Zugvariante oder auch leicht schräg von oben oder genauso möglich die Variante beidarmig über Kopf, genauso wie die Variante hinter dem Kopf. Somit habe ich allein schon für den Trizeps zig verschiedene Varianten, wie ich ihn hier an der Maschine trainieren kann. Zusätzlich natürlich möglich, mit dem Einhandgriff und beziehungsweise besser sichtbar. Einhandgriff, Umkehrgriff, Trizeps drücken oder natürlich auch die Variante im Obergriff. Genauso natürlich die Variante mit dem Einhandgriff zur Variante. Auch hier nochmal zusätzlich verschiedene Möglichkeiten, das Gerät auszuführen mit dem Einhandgriff. Das waren Trizeps-Varianten, natürlich genauso möglich. Wir haben nochmal das nächste Equipment. Beide Seiten sind oben. Jetzt hängen wir hier ganz einfach die SZ-Stange ein. Und jetzt habe ich die Möglichkeit mit der SZ-Stange natürlich auch hier, das haben wir gleich einstellen. Und jetzt hat man die Möglichkeit natürlich auch hier die Trizeps-Variante wieder SZ auszuführen. Muss man natürlich darauf achten, dass das Gleichgewicht beibehalten wird, weil hier natürlich jede Seite für sich arbeitet. Oder natürlich auch
Die Druckvariante ist eine Variante des Trizeps-Trainings, ähnlich enges Bankdrücken. Der Kameramann darf ruhig zwischendurch auch mal zoomen, damit man ein bisschen näheren Einblick drauf bekommt, was man alles machen kann. Genauso natürlich möglich. Ich gehe mal ganz leicht. Aber natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze mit dem durchgehenden Griff über Kopf auszuführen. Auch wieder die nächste Variante des Trizepsdrückens. Hier kann man gleich übergehen zur nächsten Variante, und zwar zum Bizeptraining. Ich gehe hier nach unten, genauso wie auf dieser Seite. Und schon habe ich hier die Möglichkeit, Scott Curls auszuführen. Erste Variante für den Bizeps. Genau, natürlich, wenn man hier gleich wieder auswechselt. Perfekt hier hinten. Das Ganze sofort aufgeräumt und das gleiche natürlich auch an der geraden Stange möglich. Das heißt, dass ich hier natürlich nochmal eine Bizep-Variante habe. Und somit habe ich hier natürlich wieder eine andere Variante mit einer geraden Stange. Da ist die Lasteinleitung auf dem Bizep natürlich ein bisschen was anderes wie bei der SZ-Stange. Die SZ-Stange, die ich gerade eben benutzt habe, die ist natürlich sehr stark handgelenkschonend. Wenn jemand Probleme hat mit den langen Handgelenkcurls, sehr auszuführen, darauf achten, Schulterbein Linie und das Ganze ohne Umkehrschwung ausführen. Ohne Umkehrschwung bedeutet exzentrische Bewegungsablauf, kurz anhalten, frisch einleiten und Zielmuskel fokussieren. So, das wäre die Langhandel-Variante. Auch hier bedingt durch die einfache Handhabung innerhalb von relativ kurzer Zeit aufgeräumt, umgebaut und schon kommen wir zur nächsten Variante. Nächste Variante haben wir hier und schon habe ich die Möglichkeit, hier natürlich die nächste Bizep-Variante auszuführen. Einarmige Bizep-Variante, runter bis zur Strecke, kurz anhalten, frisch einleiten. Immer darauf achten, dass wir im Range of Motion bleiben, im Funktionswinkel des Muskels. Eine diese Variante natürlich auch möglich. Diese Variante für den Bizep. Genauso wie andere. Kommen wir mal wieder rein und wieder eingehen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, natürlich auch das Ganze in der Zugvariante auszuführen. Natürlich auch möglich, abwechseln oder natürlich auch in der Variante genauso wie gleichzeitig oder abwechselnd Kurzhandelcurls. Genauso ist es möglich, das Ganze in Rotation auszuführen, wie die Kurzhandelcurls mit den Kurzhandeln, bedingt durch den freien Bewegungsablauf, durch die Möglichkeit, das Ganze zu drehen,
sind hier absolut keine Grenzen gesetzt. Genauso kann ich natürlich hier nach oben fahren, ganz nach oben. Dann habe ich auch die Möglichkeit, hier die Bizepsübung auszuführen und somit natürlich mit sehr starker Konzentration auf den Rumpf, weil man hier das Gleichgewicht halten muss. Und mal andersrum. Und gleich dazu übergehen von den Bizepsübungen zur Brustübung, und zwar zu Kabelzügen. Das natürlich mit zig verschiedenen Varianten, nämlich hier mit verschiedenen Möglichkeiten durch die Höheneinstellung. So, darauf achten, dass beide Seiten gleich hoch eingestellt sind. Habe ich natürlich verschiedene Möglichkeiten, hier für die Brust die Kabelzüge auszuführen. Verschiedene Zugvarianten natürlich genauso, wie ich die Möglichkeit habe, hier die Druckvarianten auszuführen. Gerade ausgeführt wie bei der Kurzhantel auf der Flachbank, nur stehen, natürlich sehr stark rumpfoptimiert, das heißt, ich muss hier den Rumpf muss ich stabilisieren, oder ich mache natürlich auch die Kurzhantel-Variante mit einer Drehung. Ist hier alles möglich. Zusätzlich kann ich natürlich noch, das ist mit als Zubehör bei dieser Station mit dabei, habe ich diese Bank und habe jetzt die Möglichkeit, natürlich auch Übungen an der Bank auszuführen. Und somit kann ich hier Kabelzüge ausführen, fliegende. Einmal in der schrägen Variante. Und das gleiche ist mir natürlich auch möglich. Warum? Weil der Kabelzug hier oben
frei gelagert ist. Ich habe hier die Drehmöglichkeiten. Unten die Umlenkrollen sind frei beweglich und somit passen die sich dem Bewegungsablauf an. Auch hier natürlich klar, wieder die Möglichkeit, das Ganze mit dem Einarmzug auszuführen oder schnell mal umgebaut. Über entweder die SZ und somit habe ich natürlich hier die Möglichkeit, mit der SZ zu arbeiten. Und somit habe ich jetzt hier nochmal eine Zugvariante Scott Curls mit der SZ mit Armauflage. Zusätzlich gibt es noch die Möglichkeit über die Drehbank einmal bis 180 Grad. So, hier habe ich eine Schnellverstellung. Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, die Bank auf ca. 30 oder 45 Grad einzustellen, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Ich kann jetzt hier einmal die SZ rausnehmen. Ich kann jetzt hier natürlich wieder mit den Einhandgriffen arbeiten, einhängen und habe jetzt die Möglichkeit, hier mit verschiedenen Zugvarianten Rückenmuskulatur, entweder leicht schräg oder natürlich auch aufrecht sitzen mit Brustschütze oder besonders wertvoll natürlich frei stehen und somit wichtig für die Stützmuskulatur, wenn man natürlich hier im Freistehen entsprechend über den Rumpf stabilisieren muss. Das wären die verschiedenen Zugübungen, die ich natürlich auch in unterschiedlichen Höhenvorstellungen absolvieren kann. Eins so, eins tiefer und so gibt es auch wieder, bedingt durch die Schnellverstellung, verschiedene Zugvarianten, die ich innerhalb von Sekundenschnelle umstellen kann. Und natürlich auch hier, logischerweise, kann jede Seite für sich arbeiten. Es wird nicht die steile Seite mehr belastet, sondern jede Seite muss für sich arbeiten, bilaterales Training hervorragend, um muskuläre Dysbalancen vorzubeugen. Ich habe hier noch die Möglichkeit, ganz klar, einmal verschiedene Schultervarianten, das ist das Seitheben für die seitliche Schultermuskulatur, oder das Frontheben für die vordere Schultermuskulatur, oder
kennt jeder. Wir können es natürlich auch hier an der Station machen, indem wir Kabelzug über Kreuz trainieren. Somit haben wir hier natürlich auch die Möglichkeit, innere Rückenmuskulatur, Schulterblattmuskulatur, Rotatorenmanschette nicht vergessen. Auch hier perfekt möglich. Durch die Umlenkung habe ich natürlich auch hier die Möglichkeit, mit 2,5 Kilo seitenweich zu trainieren, mit einem sehr schönen Drehungenverlauf. Also nicht wie bei vielen Maschinen, wo der Anfang sehr schwer ist, wo ich solche Übungen überhaupt nicht ausführen kann, sondern es ist eine perfekte Lösung. Und somit habe ich hier natürlich Außenrotation, ich habe hier die Möglichkeit Innenrotation, zig verschiedene Varianten, genauso wie die Variante einarmiges vorgebeugtes Seitheben oder auch eine Möglichkeit das Ganze über Kreuz zu trainieren. Zig verschiedene Möglichkeiten hier auch zu rotieren und somit natürlich auch ganz klar Muskelgruppen trainieren, bei denen ich bei anderen Geräten nicht die Möglichkeit habe. Hier ist möglich bei der FT1 von Philo Maximum genauso wie es möglich ist hier, was ich gleich noch zeige, verschiedene Klimmzüge auszuführen und natürlich auch Beintraining und Po-Training. Klimmzüge, verschiedene Varianten. Ich habe hier einmal die sehr breite Griffvariante. Oder Obergriffvariante in verschiedenen Breiten. Ich mache die normale, etwas schulterbreit. Genauso wie natürlich die Griffvariante Parallelgriff. Oder, was auch möglich ist, klar, die Untergriffvariante. Und somit hat man auch hier natürlich verschiedene Zugübungen im Körper, Klimmzugübungen. Perfekt möglich durch die verschiedenen Griffvarianten. Und dann haben wir natürlich noch die Möglichkeit, an dem Gerät auch die Beine zu trainieren. Auch die Kniebeuge kann man hier trainieren. So haben wir hier entsprechendes Equipment. Nicht zu vergessen, was wir noch haben, das sind natürlich halbe Gewicht. Das heißt, demjenigen, der Sprung zu groß ist, was die Gewichtsbelastung anbetrifft, mit einer Scheibe, der hat hier auch die Möglichkeit, durch diese kleinen Scheiben nur einen kleinen Sprung von 50% der Gewichtsbelastung zu machen. Und so ist es natürlich besonders wertvoll für manche Übungen, für Bizeps, Trizeps oder auch für die Schulter, wo manchmal diese großen Sprünge nicht möglich sind. Auch das perfekt gelöst. Jetzt kommen wir zur Kniebeuge-Variante. Auch ich war überrascht, weil ich es so noch nicht kenne, aber es fühlt sich richtig gut an. Ihr kennt das Ganze ja, Kniebeuge-Variante, eines der wertvollsten Übungen im Krafttraining, im Kraftsport. Und die kann man natürlich auch hier an diesem Kabelzug ausführen. Ganz einfach hier mal rein. Das habe ich jetzt verdreht, so sollte es nicht sein. Darauf achten, dass es nicht verdreht ist. So, einmal. Dann machen wir hier natürlich gleich mal ein bisschen mehr Gewicht drauf. Dann gehe ich jetzt hier den ganzen nach oben, lege mir das Ganze hier hinten über die Schultern. So habe ich eine schöne breite Angriffsfläche. Anders mit Langhandel, da geht natürlich ist da ein Druckpunkt eher auf einer Stelle. Jetzt kann ich nach unten einwachsen lassen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit hier mit dem eine perfekte Kniebeuge auszubilden. Aber der Kniebeuge natürlich in zig verschiedenen Standvarianten. Oder auch die schmale Hüftbeuge, Kniebeuge, Fußspitzen leicht nach außen.
runter. Das Ganze ohne Umkehrschwung ausführen. Immer unter Belastung ausatmen oder, was auch möglich ist, der Ausfallschritt. Auch das ist hier möglich. Aber darauf achten, man muss hier immer sehr stark aufs Gleichgewicht achten, weil jede Seite für sich arbeitet. Somit bewegen es koordinativ sehr anspruchsvoll. Wenn man fertig ist, einhängen und schon haben wir den Kniebeuge gemacht. So schnell geht das. Zusätzlich auch möglich, nicht zu vergessen, hier haben wir noch was, ganz leichter Stimmen und perfekt fürs Tennis, Schlagübungen genauso, wie natürlich einmal das hier, Schlagübungen fürs Tennis und für die lieben Golfspieler natürlich auch den hier und ganz klar, perfekt für die Bauchmuskulatur in Rotation, die natürlich in Kombination mit der Rückenmuskulatur arbeitet. So habe ich natürlich hier die Möglichkeit auch, Dinge zu machen, die sonst an keiner Trainingsstation möglich sind. Ich glaube, ich habe fast alles gezeigt an Übungen, die es hier gibt, mit allen Varianten, die jetzt den Zeitrahmen sprengen würden, komme ich hier auf über 80 verschiedene Zugübungen für zig verschiedene Muskeln, Bizeps, Trizeps, Schulter, Rücken, Bauch, Beine und, das wollte ich auch zeigen, nicht vergessen, die Po-Muskulatur. Ganz einfach. Hier einhängen und jetzt Po-Muskulatur genauso wie Außenschenkel, genauso wie der Innenschenkel. Die Maschine lässt keine Wünsche übrig. Kilo Maximum, FT1, bei mir zur Benutzung für meine Personal Trainings Kunden. Die kommen in den Genuss, an den Maschinen zu trainieren, von Philo Maximum. Ja, es ist natürlich auch mein Ausstellungsraum, das heißt, dass Sie jederzeit vorbeikommen können und können natürlich auch die Geräte mal testen, ausprobieren, mal ein Probetraining dran machen und können gucken, ob diese Station für Sie in Frage kommt. Das war's für heute. Demnächst kommt die nächste Station. Das wird dann von Philo Maximum die M4 sein, auch eine sehr, sehr interessante Maschine. Die stehen auch hier in meinem Trainingsbereich, werde ich auch in Kürze vorführen. Das war's. Andreas Diembacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, Herzlich Fitness Store in Karlsruhe. Ihre Fitness, meine Aufgabe.